Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid. You could go far. You could be the president, fireman, race cars. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Sea Sparrow Saturday. Gut, nach dem geklauten Format auch mal die Begrüßung geklaut. Check. Weil jemand gesagt hat, ich soll doch mal Formate von anderen größeren YouTubern klauen. Dieser Sea Sparrow Saturday nun abgekupfert von Gaffanalots Savage Saturday, der jetzt schon seit, ich glaube, 1,5 Jahren nicht mehr kam. Wenn dieses Format euch gefallen sollte, dann lasst es mich in den Kommentaren wissen. Wenn ihr wollt, dass ich das weiterhin mache, lasst mich das ebenfalls in den Kommentaren wissen. Läuft also auf dasselbe hinaus. Wenn nicht, dann... ja, dann halt nicht. Dann lasst mich das auch in den Kommentaren wissen. Ich habe es mal wieder wundertoll auf den Punkt gebracht. Ja, und worum soll sich mein Sea Sparrow Saturday drehen? Ich würde es dann sehr, sehr ähnlich an Gaffanalots Format bauen. Ich meine, hey, ihr wollt, dass ich Formate klaue, scheinbar, dann tue ich das auch. Gut. Ich werde einfach mal in Sea Sparrow Saturday ein bisschen Gameplay vom Sea Sparrow zeigen. Ich meine, der Sea Sparrow, ich weiß nicht wieso, aber das ist halt ein toller Heli und das passt besser als Huso, also Hunter Sonntag oder Akula Friday oder sonst irgendwie. Oder Savage Saturday direkt klauen oder Savage Sunday, das ist doch alles richtig langweilig. Dann nehme ich einfach mal ein eigenes. Außerdem habe ich Sea Sparrow Saturday bisher noch nicht an den geklauten Thunderlord-Kommentaren, Formaten gefunden. Also machen wir das einfach mal so. Ja, in der heutigen Folge Sea Sparrow Saturday oder vielleicht auch in der ersten und in der letzten Folge Sea Sparrow Saturday reden wir doch mal ein klein wenig über den Beef von Rabbix und Gaffanalot. Ich war ja im Urlaub, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, deswegen kamen auch keine tollen, wundertollen Videos täglich oder mehr Videos, sondern nur zwei innerhalb von 2 Wochen oder von 3 Wochen sogar. Ja, ich finde den Kindergarten da sehr lustig, muss ich mal zugeben. Ich wollte eigentlich auch sogar, dass sie sich ein bisschen beefen. Ich meine, die größten beiden PvP-YouTuber Deutschlands in der GTA-Szene, das ist doch mega geil, wenn die sich beefen, oder nicht? Ich meine, da treffen doch zwei Welten quasi zusammen. Der moralapostelische Rabbix, der sich denkt, oh nein, lass doch die Rentner in Ruhe, oh nein. Und dann der Gefangenenlord, hey, schreddert die ganzen Lieferungen. Und, ja, ich habe ja mal gehört, dass Gaffanalot eine sehr doppelmoralische Person ist, die groß von Skill redet. Und dann, ja, wenn man dann mit dem in der Lobby ist oder man mit einer Gruppe von 3 bis 5 Leuten da in der Lobby ist und da gerade am Belasten ist oder da am Grinden ist oder was weiß ich, was man da macht. Wenn Gaffanalot zufälligerweise in die Lobby kommen sollte, dann trommelt er mal so eben eine Gruppe von 7 oder 8 Leuten zusammen oder und dann kommen sie alle in Jets und versuchen dann die Leute, die da grinden und sich die Lobby erspielt haben, rauszumobben, habe ich gehört. Und dann in den letzten 3 Minuten, wo schon die ersten gequittet haben, kommt dann der liebe Thunderspacken in irgendwas Skillvollem wie einem Hunter oder einem Akula und versucht dann die Leute, andere Leute wegzumachen. Oder er macht einfach direkt ein paar Leute in seine Lobby und sagt dann, ja, da ist ein Duo-Hunter, da ist ein Avenger, da ist ein was weiß ich, mach mal einen Orbitalschlag darauf setzen und dann kann ich die da in Ruhe mit meinem Akula Savage Hunter B11 oder was weiß ich da abfahren. Gut, aber hey, ich finde den Beef zwischen denen wirklich echt lustig, aber die reden beide teilweise echt blödsinnigen Müll, vor allem was Skill angeht. Der wahre Skill in diesem Game kann man doch eigentlich schon so zusammenfassen mit, je schwerer etwas ist, desto skillvoller kann etwas sein. Gut, das ist jetzt eher nur eine sehr grobe Faustregel. Ich meine, wenn man jetzt mal wieder auf Gaffanalots Definition damit dem Mehrwert geht, so ein Pyro hat ein sehr niedrigen Skill-Floor, aber ein relativ hohes Skill-Ceiling, da man viel aus einem Pyro rausholen kann. Ähnlich dann auch bei Molotov und Starling, wobei man bei Starling sagen muss, der Booster, auch da muss man auch ein bisschen irgendwo drauf achten. Oder hier Rabbits Definition, dass man ein Glitch
Junge, da bin ich irgendwo auch auf gefundener Seite ein Glitch. Ja, selbst wenn man da Fingerfertigkeit für braucht, aber es ist ein Glitch, der gehört nicht ins Spiel. Und wenn der rausgenommen wird, ja, dann kannst du da auch deinen Skill nicht mehr drin beweisen. Deinen Skill. Natürlich, irgendwo ist das wahrscheinlich Skill, wenn man gewisse Fingerfertigkeiten hat, um einen Glitch, wie gesagt, anzuwenden. Aber macht es dann die ganzen Money-Glitcher zu Pros in diesem Game oder was? Nein, natürlich nicht, du Spast. Sorry, du möchtest ja nicht beleidigend werden, sonst kannst du ja sagen, dass das alles hier auf die Schiene geht. Oh, ich bin noch auf Gefunderlords Seite. Oh. Nein, ich halte von Gefunderlords nicht mehr so viel wie früher, da er auch irgendwie was mit den F1ern rumgemacht hat. Und da ich mit den F1ern da ein bisschen Beef hatte und die sich nicht gerade von der skillvollsten Seite gezeigt haben, will ich mal behaupten, naja. Dennoch, ich bin eher auf Gefunderlords Seite, wenn es um das Thema Skill geht. Ich meine, ein Sea Sparrow. Nimm einfach mal den Sea Sparrow. Der Sea Sparrow. Ja, man könnte jetzt sagen, oh, der hat vollautomatische Raketen. Der ist jetzt richtig, richtig skilllos. Mimimi, aber guck mal, wenn man jetzt einen Bus hat und einen Sea Sparrow vergleicht, welcher Heli ist skillvoller? Ich würde fast schon sagen, die sind auf dem gleichen Skillniveau. Ich meine, man kann natürlich argumentieren, ja, der Sea Sparrow, der hat vollautomatische Raketen und gar kein MG. Ja, aber macht es ihn dann skilloser, wenn man dann einen Ziel mit ungelenkten Raketen wegholt? Nein, natürlich nicht. Ich meine, der Sea Sparrow, ich meine, der Bussard, der hat zwar ein geringeres Killpotenzial als der Sea Sparrow quasi, aber dafür ist der Sea Sparrow zum Beispiel etwas leichter zu treffen, durch Ungelenkte, durch die große Rotorspanne, dadurch, dass der Heli etwas fetter ist, und er ist auch etwas schwerer zum Ausweichen, wobei das dann etwas kompensiert wird durch Steuerungsupgrades. Aber, oder macht es einem zum Pro, wenn er eine ungelenkte Orbitalkanone auf einen Panzer abschießt oder was? Oder macht es das Noobbike jetzt auch skillvoll, wenn man damit jetzt mit Ungelenken schießt? Nein, natürlich nicht. Es ist kein Skill, wenn man mit einem Noobbike ungelenkte Raketen schießt. Genauso das Thema mit den Frachten. Wenn diese, ich meine, die Grinder haben irgendwo auch meinen Respekt verdient, wenn die ihre Geld auf ehrlichem Wege verdienen wollen und das dann auch mit effektiven Grind-Methoden machen möchten. Aber wenn sie das in einer Open Lobby machen, wo, was weiß ich, 30 Leute drin sind, dann sollen die ihren Verkauf entweder beschützen mit einem Freund oder so, oder wenn sie das nicht können, weil sie keine Freunde haben oder weil keiner deren Freunde online ist oder weil die nicht in der Lage sind, ihren Verkauf zu beschützen, dann sollen die sich doch irgendwie auf irgendeinem Wege eine Solo-Lobby machen oder auf anderem Wege Geld verdienen. Zum Beispiel Terrorbyte-Mission oder Heists oder so. Dann, wobei Heists, dann, wenn die keine Freunde haben, haben sie selbst Schuld gehabt, wenn sie damit Randoms spielen müssen. Aber wenn die nicht beschützen können, ihre Luftfracht, dann klaut die wer und tut die selbst in ihren Hangar oder deren Fahrzeuglieferungen, die nimmt der Kollege dann ab und bringt sie dann selbst zurück ins Ziel. Da verkauft die selbst oder wie auch immer, und dann bekommt ihr das Geld. Ja, dann haben die Grindel halt Pech gehabt. Na, ja, Rabix, du kannst mir dann auch nichts erzählen mit hier. Ja, aber dann würdest du ja Rockstar Games supporten. Aber guck mal. Stell dir vor, wir würden Rockstar Games mit unseren. Rockstar Games braucht die Sharkards, um das Game zu supporten, sonst supportet Rockstar Games das Game nicht. Tut es sowieso nicht, aber sonst würden wir zum Beispiel keine DLCs bekommen, die gratis wären. Ne? So. Wenn wir die Abfucker, egal ob jetzt auf Noobbike, Heli, Jet oder am Boden oder sonst wie, die Leute da nicht abfacken, die Grinder, die Noobs, die Casuals, die andere leicht triggerbare Leute, die zu Sharkards greifen würden. Ja, wenn die keine Sharkards kaufen, wer tut das dann? Dann würde Rockstar Games das Game nicht mehr supporten. Und GTA ist nun mal ein PvP-Spiel, du hast es doch selbst gesagt. Dann müssen die Leute nun mal sich darauf einstellen, dass man Leute abfarmen würde. Und wenn die Leute nicht checken, dass GTA ein PvP-Spiel ist, dann haben die irgendwie nicht verstanden, dass es auch mit man in private Lobbys gehen kann, wo man dann alleine rumhanseln kann, wo man dann auch mit seinen Kollegen Spaß haben kann. Also, ich möchte da jetzt auch nicht weiter und tiefer ins Detail gehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis dann.